Keine Rentenerhöhung für 650.000 Rentnerinnen und Rentner zum 1.7.2023. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Zum 1.7.2023 gibt es ja eine Erhöhung der Renten. Dann gibt es für Ruheständler im Westen 4,39% mehr Rente und im Osten für in Höhe von 5,86% mehr Rentengeld. An sich ist das ja eigentlich eine gute Nachricht, können wir uns ja auch letzten Endes freuen, aber es kommt die Rentenkohle nicht bei jedem der rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner an. Während sich rund 21 Millionen Rentner darüber freuen können, werden 650.000 Rentnerinnen und Rentner de facto leer ausgehen. Wer seinen Lebensunterhalt nicht mit seiner Rente abdecken kann, hat oft Anspruch auf Grundsicherung. Und das Problem mit der Rentenerhöhung ist dann, eigentlich immer schon jedes Jahr so, dass diese auf die Grundsicherung voll angerechnet wird. Heißt also, wenn die Rente steigt, schrumpft die Höhe der Grundsicherung. Und das betrifft ca. 650.000 Menschen und zwar richtig dolle hart. Und dann kommt natürlich noch ein Phänomen dazu, was noch viel schlimmer ist. Es gibt die sogenannte Monatslücke Juli 2023. Die Rentenerhöhung führt dazu, dass etliche Beziehende im Juli dann mit deutlich weniger Geld auskommen müssen. Dies betrifft vor allem die Rentnerinnen und Rentner, die nach dem 1.4.2004 eine Rente beziehen. Das dürften also quasi die meisten von den Betroffenen sein. Die Rente erhalten Sie dann am Ende des Monats Juli ausgezahlt als nachschüssige Rente. Das wissen Sie auch. Die Grundsicherung wird hingegen zum Monatsanfang ausgezahlt. Und jetzt kommt die Krux des Falles. Auf die Grundsicherung wird das Einkommen angerechnet und zwar nach dem Zuflussprinzip. Und zwar immer das Einkommen, was im laufenden Monat verdient wird. Und da die Rente schon ab dem 1.7.2023 erhöht wird, zieht das Grundsicherungsamt automatisch am 1.7., obwohl die höhere Rente noch gar nicht da ist, die erhöhte Rente als anzurechnendes Einkommen von der Grundsicherung ab. Damit erhalten betroffene Ruheständler bereits zum Beginn des Monats Juli weniger Grundsicherung. Das führt dazu, dass sie im Juli weniger Geld zur Verfügung haben. Ich sage eine Riesensauerei, eine Ungerechtigkeit. Es sollte endlich ein einheitlicher Freibetrag für alle Rentnerinnen und Rentner mit Grundsicherung eingeführt werden auf Renteneinkommen. Egal, ob sie die Grundrente und damit den speziellen Grundrentenfreibetrag schon beziehen oder nicht. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.